Moin, Jesu letzte Worte, heute Teil 7, das letzte Wort, das Jesus am Kreuz gesagt hat, das ich noch nicht besprochen habe hier. Matthäus und Markus überliefern es, wie Jesus am Kreuz das tut, was alle gläubigen, frommen Juden tun, wenn sie sterben. Er sucht den Psalm, der ihn am meisten tröstet, indem er zu Hause ist, und er ruft aus den ersten Vers von diesem Psalm, das schafft er jedenfalls: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nun lebte Jesus in einer Lern- und Gedächtniskultur und war jüdischer Lehrer. Und wenn er den Psalm 22 zitiert, dann zitiert er nur an. Und alle seine Schüler und alle Volksgenossen, die ihr Gesangbuch, die Psalmen, auswendig konnten, wussten sofort, dass er den ganzen Psalm meinte. Also die jüdischen Lehrer, die Rabbinen, die den Kindern Psalmen und Bibeltexte beibrachten, die hörten mittendrin einfach auf mit dem Text zum Beispiel und dann sagten sie, Vegomer, also setze fort, was ich angefangen habe. Und dann konnten die Schüler auswendig von der Stelle aus weiter den Psalm aufsagen, den der Lehrer abgebrochen hatte. Also du kannst dir das vielleicht vorstellen, wenn ich jetzt sage, Marmor, Stein und Eisen bricht. Und ich sage nichts weiter. Du weißt den Satz, aber unsere Liebe nicht. Und du könntest vielleicht sogar das ganze Lied auswendig. Aber dieses Lied, was Jesus wählte, war eben, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So fängt der Psalm an. Und ganz erstaunlich, es ist ein Psalm, den David geschrieben haben soll. Also ein Lied, dass der Erzvater der Königsdynastie geschrieben hat, aus der Josef und dann Jesus hervorging. Und in diesem Psalm haben wir eine merkwürdige Zweiteilung. Im ersten Teil, viele Jahrhunderte vor Jesus, dichtet David: Sie werden mir die Hände und Füße durchbohren. Ich werde jämmerlich sterben und sie werden unter meinem Kreuz spotten. Nicht unterm Kreuz, aber während ich sterbe spotten. Es sind viele Anzeichen dafür, dass David voraussah, wie Jesus sterben würde, am Kreuz. Und dann passiert mitten im Psalm aber ein Umschwung. Plötzlich jubelt der Sterbende: Gott, du hast mich erhört, du hast mich errettet. Und erstens will ich in meiner jüdischen Gemeinde von deinen Wundern erzählen und Gott mit allen Geschwistern loben. Und zweitens werden durch dieses Glück, das ich erfahre, sogar die Nichtjuden, alle Völker der Erde erkennen, was du für ein guter Gott bist. Halleluja. Das heißt, der Psalm 22, wenn man ihn zu Ende kennt, den Jesus anzitiert am Kreuz, dann weiß man, dass Jesus sein ganzes Programm in diesem Psalm wiedererkennt. Sein Lebensprogramm, das Gott ihm mitgegeben hat. Du wirst jämmerlich sterben, sie werden dir die Hände und Füße durchbohren. Steht da sogar, sie werden um deine Kleider losen und würfeln und sie werden sich lachen, kaputt lachen über dich. Und du wirst denken, dass niemand mehr da ist, auch kein Gott. Aber dann wirst du eine weltweite Gemeinde haben der Menschen, die wissen, dass Gott ein guter Gott ist, weil er dich nicht im Stich lässt. Also, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das können wir manchmal auch beten in schweren Situationen. Aber immer daran denken, dass Jesus dieses Gebet am Kreuz gesprochen hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Um damit Gott daran zu erinnern, dass er ihn nicht verlässt. Und dass er ihm das ewige Leben für alle Menschen eröffnen wird. Gott segne dich mit solch einem Glauben an den, der dich niemals aufgibt, der immer für dich gekämpft und für dich gelitten hat und der jetzt nur ein Gebet von dir entfernt ist, Jesus, weil er nicht gestorben ist, sondern ewig lebt.